Willkommen zurück zu Crash Bandicoot 3 Warped! Im letzten Mal haben wir ein richtig nerviges Waste-Level gemacht. Das hat nichts mit Jump'n'Run zu tun, das war einfach nur nervig. Bin so ausgerastet, bin immer noch nervlich fertig. Ah, Hogride, ein Motorrad-Level. Wirklich ein Race gegen Cortex Schergen. Und es war so nervig, die Steuerung war nur zum Kotzen. Und ich bin froh, dass wir es hinter uns haben. Das neunte Level des Spiels ist wenigstens wieder ein Jump'n'Run-Level und hier macht das Spiel auch wieder Spaß. Tomb Time. Grabzeit. Erkunde ich jetzt das alte Ägypten. Hallo Leute, Dingo Dial mein Name. Ich soll Uka Uka und Cortex, die Kristalle der Eiszeiten, bringen. Also, her damit und verzieht euch, oder ich mach euch alle. Ach, geh nach Ice Age, wenn du Eiszeiten haben willst, ganz im Ernst. Und klau... ich weiß immer, wie er hieß. Scrat, glaube ich. Klau ihm nicht die Nuss. Danke, Dingodai. Dingodai, voll die lässige Art irgendwie. Oh, Cobra. Crash, bist du Schlangenbeschwörer? Nee, ne? Der muss es auf diese Art und Weise machen. Ja, genau auf diese Art und Weise. Ja, die schlängelt. Komisch hin und her, muss man ein bisschen anders abtimen. Super, haben wir jetzt hingekriegt. So, und hier. Ja! Rambo. Crash, mal alles kaputt. Was ist das denn? Ein Dackel. Wir können jetzt antike bzw. ägyptische Wandmalereien und auch die alten Ägypter hatten schon Königsdackel. Mit Hundehütten, wohl bemerkt. Seht ihr das? Hundehütte und Knochen. Ja. Das hat einen sehr historischen Wert. Ich bin beeindruckt. Auf solche Details müssen wir erstmal achten. Hier hängt so ein Ägypter im... Nee, das ist Engine! Wie geil ist das denn? Habe ich früher nie drauf geachtet. Das ist Engine. Guck mal, Engine in so einem ägyptischen Boot. Und hier Cortex als Pharao. Wie geil ist das denn? Wer das ist, weiß ich nicht. Könnte entweder einer von... Ja, ich denke, das ist ein Scherge von Cortex. Hier wieder der antike Dackel. Bodo. Der Bodo. Alles für den Dackel. Alles für den Hund. Hier wieder ein Cortex-Typ. Hey, wie geil ist das denn? Und Crocodile geht zurück nach One Piece. Engine, ja gut, jetzt wiederholt sich das aber. Aber da muss man erstmal drauf eingehen, wie cool das ist, ne? Oh, ein Schalter. Oh, die antiken Pyramiden sind voller Fallen und Gefahren. So müsste der Sound sein. Oh, Öl. Oh, irgendwas ist da nicht mehr ganz korrekt mit dem Motor oder so. Zu viel Öl. Will ich mal mit zum TÜV. Jetzt sind wir hier mitten im Inneren der Pyramide. Was passiert hier? Das geht, glaube ich, weg, ne? Alles? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Gehen die auch weg? Nee, die Grünen gehen nicht weg. Okay, gut zu wissen. Erstmal gibt es hier wieder einen Bonus. Oh yeah. Schönes Level, gefällt mir bislang. Sehr abwechslungsreich. Aber was ist in diesem Spiel nicht abwechslungsreich? Wir haben ja immerhin nervige Race-Level schon gehabt, ne? 3, 2, 1. Wow! Betrug. Oh yeah, ich bin der Geilste. Oh, das ist interessant. Nein! Nein! Kein 100% mehr. Ist mir egal. Ist mir Latte Macchiato. Jetzt ist nicht das Spiel zu schwierig, um die 100% zu kriegen. Nee, ich bin einfach nur zu dämlich, aber ganz im Ernst. I don't care. Wie gesagt, ich hole die 100% nicht, aber ich versuche natürlich trotzdem noch so viele Kisten zu zerstören, wie nur möglich. Was ist das denn? Hä? Oh! Was seid ihr für komische Typen? Ein Affe! Und der ist sowieso der Geilste, der betätigt einen Hebel und da kommt immer irgendwelche Blöcke runter. Mach nochmal einen. Danke. Danke. Stirb, Pharao. Jetzt kann ich selber immer die Dinger runterholen. Das ist so genial gemacht. Dass sie an solche Details gedacht haben. Ja, ich kann jetzt immer die Dinger runterholen. Er hat runterholen gesagt. Ja gut, machen wir es ruhig kaputt. Oh, ich glaube, da durfte man nicht rein ins Licht. Warum eigentlich? Ah, da kommen Speere aus der Wand. Seht ihr das? Seht ihr das? Werden wir aufgespießt. Voll die Spießer hier. Flammenwerfer-Typen!
im alten Ägypten. Flammenwerfer im alten Ägypten? What the fuck? Das ist nicht mal historisch unkorrekt. Na los, Sesam, öffne dich. Und weiter geht's. Und da haben wir den Checkpoint. Oh, auch ein typisches Crash Bandicoot Element. Zweigeteilte Wege, da komme ich nicht rüber. Da braucht man eine spätere Fähigkeit. Später kriegt man, glaube ich, den Schwebesprung und dann kann man da ganz gediegen rüber. Ich kann auch hier keine Wallhacks machen. Nee, das funktioniert nicht. Wir müssen uns für diesen Weg hier entscheiden. Was gab es schon in Crash Bandicoot 1? Diese Weggabelung. Oh, das ist nicht einfach hier, Freunde. Oh, ich hab's aber hingekriegt beim First Try, Bitch. Boah, das ist widerlich schwer. Alter. Ganz im Ernst, jetzt ist der Schwierigkeitsgrad da. Nee, jetzt wirklich, das ist mega schwer. Habt ihr das mal gesehen, wie klar. Also die Steuerung in dem Spiel ist jetzt nicht mega geil, ne? Also man macht das ja nicht. Ach doch, man kann tatsächlich den Analogstick nehmen. Oh, ich habe das bis jetzt immer nur mit den Dings gespielt, ne? Mit den mit den Richtungstasten, aber ist vielleicht auch besser. Finde ich. Als Gewöhnungssache, jetzt habe ich mich schon drauf eingestellt. Jetzt habe ich es nochmal gemacht. Puh! Scheiße. Hä? Ey, wie soll ich denn da rüber? Hallo? Was ist das für ein Scheiß hier? Na komm, die Kiste lasse ich jetzt mal. Bringt ja eh nichts mehr. Hey, jetzt ganz im Ernst. Wie soll man denn da rüber? Geht doch gar nicht. Ja, natürlich. Es geht doch gar nicht. Habt ihr es gesehen? Oh, ja. Okay. Wie du das auch immer geschafft hast. Ja doch, ich kann über die Fallgrube, ne? Schaffen! Maul, verfickte Scheiße hier! Ganz im Ernst, wie soll es denn gehen? Habt ihr es gesehen? Es geht nicht! Hallo, das kann man nicht schaffen! Ganz im Ernst, wie soll... Oh! Das geht nicht! Hallo! Man muss in dieses Licht! Ja, und quetschi quetsch. Quetschi 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 quetsch. Quetschi 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 quetsch. Scheiße, das Level. Scheiße ist es. Einfach nur unfair. Die Mucke. Crash wird doch eh wieder durchlöchert. Keine Ahnung, wie es geht. Millimeterarbeit also. Also ein bisschen schwer für dieses... Naja, es ist die zweite Zeitzone und es ist Level 9 oder 8. Eins von beiden, ich bin mir nicht sicher. Dafür ist der Schwierigkeitsgrad ziemlich hoch. Ich habe eigentlich gedacht, dass Crash Bandicoot 3 Warp ein bisschen einfacher ist als die Vorgänger. Aber ich glaube nicht. Ach komm, kann ich mal einen Checkpoint kommen? Wenn ich jetzt sterben muss, ich diesen ganzen Rotz nochmal machen. Ah! Oh Gott! Hallo! Ich will einen Checkpoint! Die sind doch so gestört, die Entwickler. Die haben so gelitten, die Entwickler. Wenn ich jetzt sterbe, ne? Haltet euch die Ohren zu. Macht schon mal die Lautstärke runter. Ich sehe es nicht schon kommen. Boah, seid froh, dass es nicht passiert ist. Ich wäre so ausgerastet. Jetzt am besten noch so Kaizo Mario Style. Jetzt kommt irgendwie ein Beil von oben. Ich würde so... Boah, würde ich austicken. Ich kann in die Psychiatrie. Ah, oh, Mann, ey. War schön anspruchsvoll. Aber es war echt ein bisschen unfair da, die eine Stelle. Level 10! Oh yeah, Midnight Run, Mitternachts Run. Run ist inzwischen auch ein deutsches Wort. In der Gamersprache zumindest. So, nochmal das alte China, chinesische Mauer. Und wir haben wieder hier unseren... Wie heißt er nochmal? Pura der Tiger, genau. Pure Action mit Pura dem Tiger. Man kann tatsächlich keinen Dash-Attack machen, wie es... erst vermutet hatte. Ich glaube, die schleunen einen sogar hoch. Yeah, wie cool. Ich habe euch nämlich gar nicht gezeigt, letztes Mal. Da könnten übrigens auch die Kisten gewesen sein, die gefehlt haben.
Scheiß aufs Leben. Ich hole die Kisten nicht. Die Kisten scheinen hier sehr schwer zu sein. Also hier die 100%. Wow. Holla, die Waldfee. Sau schwer. Nicht rollen lassen von den Drachen. Der fliegt nicht nach oben. Wenn man springt, ist man tot. Ich mag die Pura der Tiger-Level. Die sind nicht so schnell. Hier ist Wildschwein von Crash Bandicoot. Eins. Der Schwierigkeitsgrad ist nicht leicht, aber noch human, wollte ich sagen. Aber nein, es ist viel zu schwer. Nee, Quatsch. Das stimmt natürlich nicht. Es ist wirklich eigentlich korrekt. Ja. Kann natürlich nicht unendlich extra Leben hier kriegen. Würde jetzt zur normalen Fahrzeug. Ach, die kann! Concentration, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren, das Lösen des Levels verzögert sich noch um 5 Minuten. So, nicht nochmal, lieber Drache. So, da unten habe ich keinen Bock. Sieht ziemlich fies aus. Oh Gott, hier ist auch nicht besser. Extra Leben, Power. Boah, hier echt alle Kisten zu kriegen, ist widerlich schwer. Ist richtig übertrieben schwer. Was ist das überhaupt für ein Typ da? Mit seiner Keule? Oh mein Gott, oh mein Gott. Boah, was macht der denn für Faxen? Oh, gleich hier die Faxen-Dicke. Wow, boah, hör auf mit deinem Spirenzchen. Und hier rüber springen, nicht rollen lassen vor den ganzen Schaden. Nein, ich hab den Checkpoint nicht gekriegt! Ich hab den Checkpoint nicht gekriegt! Freak out incoming! Boah, ey, diese Scheiße, es trollt mich und das nervt mich. Was war das? Geburtmauer, ey, lol. Aber die Level machen mehr Spaß als die Motorrad-Level, aber richtig viel mehr Spaß. 100 Mal mehr Spaß. Oh, wieder Donkey Kong 1981. Okay. Nicht den Kristall liegen lassen, das wäre essentiell. Puh. 23 von 35. Naja, immerhin über die Hälfte, ne? Ah, ich liebe dich, Pura. Jetzt kann man mit Coco übrigens auch springen. Ich springe ein bisschen höher, so ein bisschen wie Luigi. Ne? Vergleich Luigi und Mario. Sie springt höher, kann keine Attacken, sie kann nicht wirbeln, sie kann keine Grätschen, sie kann einfach nichts. Nur springen. Ich glaube, im Nachfolger. Der Zorn des Cortex, das war schon für die PS2 dann. Da kann man tatsächlich auch Coco Bandicoot in Jump'n'Run-Levels spielen. Oh, es ist erst 12 Minuten, trotzdem ganz Fails. Dann wird's noch Zeit für den Boss. Dingodile, bist du wirklich so geil? Wir werden es herausfinden. In Eiszeit, Ice Age, Kampf gegen Dingodile. Einer meiner Lieblingsbosskämpfer früher. Habe ich ihn abgefeiert, diesen Kampf. Kann man mit einer späteren Fähigkeit richtig einfach besiegen, werde ich vielleicht nochmal zeigen. Aber jetzt erstmal ohne. Okay, jetzt reicht's aber. Die Kristalle sind mein. Das sagst du. 3, 2, 1, meins. eBay hat gesprochen. Nee, Quatsch. Wir werden ihn raten. Oh, ein süßer kleiner Pinguin. Kommt nur her. Ich werde euch rösten. Ach, fühl dich nur. Fühl dich nur. Wolltest echt diesen armen kleinen Pinguin eben umbringen? Du Monster. Okay. Wie die Sigma Dickodile. Er hat 3 Leben und er schießt erstmal mit so einem Shit. So. Jetzt muss er erst aufladen und jetzt will er uns mit anderen Maßnahmen besiegen. Jetzt benutzt er nicht seinen Flammenwerfer. Dadurch zerstört er sein Schutzschild, seine Barriere. Und man kann zu ihm kommen und ihn panischen. Dadurch explodiert sein Energietank und er kriegt Schaden. Und das muss man wiederholen. Die Kristalle respawnen. Und das Ganze wird immer ein bisschen schwieriger. Es kommen mehr Kristalle, mehr Schutzschilder. Und er schießt auch, glaube ich, immer schneller. Am besten immer in Bewegung bleiben, aber auch nicht trollen lassen. Ihr seht es ja, wie fies das sein kann. Gar nicht ohne. Los. Flammenwerfer-Action. Und nochmal das Ganze. Oh yeah. Come on. Show me what you've got. Bam. Und natürlich muss man auch immer gucken, dass man rechtzeitig noch rauskommt, weil ansonsten stirbt man natürlich durch die Explosion. Aber ich finde den Bosskampf schon irgendwie einfach als den gegen Tiny. Am besten man bleibt auch auf, wirklich auf eine Stelle stehen. Oh, what the fuck? Alter, jetzt schießt er zweimal. That's really sick. Achso, jetzt kommt aber schon der Flammenwerfer. Dafür macht er nicht so viele Schüsse. Schön, 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 schön.
Bäm, mach alles kaputt, mein Freund. Und es war's schon, wir haben gewonnen. Easy. Easy, easy, easy. Du Noob. Hast mich erledigt, Kumpel. Hast mich erledigt, Kumpel. Aber bald steht dir viel Schlimmeres bevor. Der Pinguin. Der Pinguin. Dieser Humor, ne, das Spiel ist so geil. Ich hab ihn die ganze Zeit schon besiegt. Ich bin einfach der Geilste. Ich muss mich erstmal abfeiern lassen. Ah, ich liebe es. Doppelter Sprung. Jetzt, ja, kommen wir mal in den Kampf normal. Ich will euch was zeigen. Für doppelten Sprung drücke die Sprungtaste X. Am nächsten Sprungpunkt drücke nochmals X. Weiter mit Dreieck. Oh yeah, ich habe ihn besiegt. Ich will. Crash! Jetzt mal in den Kampf normal. Ich möchte nicht kurz was demonstrieren. Part ist ja eh noch nicht so lang. Wenn man diese Fähigkeit hat, dann es bringt zwar nichts, den Bosskampf nochmal zu machen. Man bekommt dafür einfach nichts. Aber ich möchte euch einen Fun-Fact zeigen. Wenn man diese Fähigkeit, den hohen Sprung hat, ist es der einfachste Bosskampf mit Abstand. Kann man es wegdrücken? Nee, ne? Ja, schade. Ja, also das ist jetzt wirklich mega geschenkt. Ja, röste uns nur. Ob Crash gerüstet schmeckt, ist mir ein Rätsel, aber wenn du meinst. So. Hä? Ah, da. Hä? What? So viel zum Thema. Mit dem doppelten Sprung geht's einfacher, ne? Ja! Ihr seht, was ich damit ausdrücken wollte, ne? Man kann einfach über diese Mauern rüberspringen. Über diese Kristallwände. Zack. Ich glaube nicht, dass das von den Entwicklern beabsichtigt war, oder? Ganz im Ernst. Das ist doch sinnlos. Das ist doch der größte Schmarrn aller Zeiten. Guck mal, wie leicht man diesen Boss besiegen kann. Oh yeah, oh yeah. War schon ganz schön hart. War schon echt ganz schön krass. Also, der Schwierigkeitsgrad mit der Fähigkeit ist schon echt heavy. Also schon eine große Kunst, den zu besiegen mit dem hohen Sprung. Hammer. Ja, eben war es natürlich nicht ganz so einfach. Ah klar, ich fand leichter als Tiny Tiger, das muss man dazu sagen. Aber mit dem Doppelsprung ist das ein Witz. Hier kommt mein Lieblingsboss. Aber müssen wir uns natürlich erstmal hinarbeiten. Das alte China, kann man so nennen, ne? Was erwartet uns in dieser Welt? Ein Mittelalter-Level. Oh, Entropy, wenn ich ihn schon wieder sehe, bekomme ich direkt Bock auf den Boss. Nein! Rot Crash! Es ist wieder Motorrad-Level, ich könnte kotzen. Orient bei Nacht, super geil. Und Wasser-Level. Und Dino. Geiler Stoff wieder mal. Ah, ich denke, das war's. Wir haben 3 Level gemacht. Also 2 Level plus Boss. Klar, der Part ist sehr kurz geworden. I'm sorry. Aber ganz im Ernst, wenn ich oft failen würde in manchen Leveln, dann gibt's trotzdem die obligatorischen 3 Level. Ich versuche immer 3 Level pro Part zu machen. Wenn es lange dauert, dann dauert es lange. Wenn nicht, dann nicht. Ich hoffe, dass ihr mir nicht böse seid. Und ja, ich hoffe einfach, dass es euch trotzdem gefallen hat hier, dieses Video. Also die Pyramiden-Fails waren schon ziemlich episch und göttlich, muss man sagen. Dino Might machen wir dann im nächsten Part. Gefolgt von einem fiesen Unterwasser-Level. Und High Time. Ne, wisst ihr was, Freunde? Wir machen das noch. Das scheinen nicht lange Level zu sein. Na, haben wir alten Beutelratten das nicht weit gebracht? Ich bin Dr. Nefarious Tropy, Herrscher der Zeit und Erfinder eben jener Zeitmaschine, die ihr hier vor euch seht. Uka und Dr. Cortex schicken mich, um diese Scharade zu beenden. Mit den Kristallen kommt ihr hier nicht raus. Nur über meine Leiche. Genau, das ist der Herrscher der Zeit. Und der hat das alles hier so gemacht, dass man in die Zeit reisen kann und so. Cortex da. Tatkräftig unterstützt. Es gibt ein geiles, richtig geiles Game Boy Advance Spiel. Es nennt sich Crash Bandicoot Entrance. Das spielt tatsächlich der gute Entropy die Hauptrolle. Ist da der Hauptschurke. Also, da gibt es Cortex gar nicht. Ah, wie geil hier ein Crash Bandicoot-Verschnitt.
Da spielt Cortex keine Rolle, aber Uka Uka und Entropy, die machen da natürlich wieder ihr böses Spiel. Bam! Wirbelattacke, Beats! Beats. Ja. Bauchklatscher. Die No-Level sind cool. Die No-Level sind cool. What? Ich werde dich besiegen. Sackgesicht, ey. Jetzt gibt es ja auch kleine Vulkan oder Geysire, wie man es auch mal nennen möchte. Ist natürlich immer schwieriger das Spiel. Wäre auch traurig, wenn nicht. Ach so, die wirbeln nicht ständig. Man muss das richtig abzahlen. Wenn sie nicht wirbeln, kann man es wegwirbeln. So funktioniert das Ganze. Hier muss man gucken. Genau. Zwirbelter, ich spring schon mal und tschüss. Die! Ah, die wieder. Die Bekloppen. Die mag ich. Oh, hier bräuchte man einen gelben Edelstein, damit man das hier aktiviert. Haben wir nicht. Den gab es zwar in engen vorherigen Level, aber keine Ahnung, wo der gewesen sein soll. Macht ja nichts. Oh, was haben wir hier Schönes? Ein Ei! Ein Ei, das ist ja allerlei. Yeah! Wir haben einen Dino-Buddy. Den können wir jetzt ganz frei steuern. Wie geil. Springen können wir? Okay. Kann der wohl über Lava gehen? Ich möchte es eigentlich nie ausprobieren, deswegen lasse ich es. Aber ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren schreiben, falls ihr es wisst. Kann sehr weit springen, sehr hoch springen vor allem. Kann man echt große Abgründe bzw. große Lava-Passagen einfach so überspringen. Die ignoriere ich jetzt mal gekonnt. Ich weiß nicht, ob der Dino die besiegen kann. Deswegen springe ich einfach rüber. Ah, ist schon cool mit dem Dino hier. Macht Spaß. Macht richtig Spaß. Ah, jetzt müssen wir uns trennen. Ich werde dich vermissen, mein Freund. Ah, bekommen wir schon unseren Kristall. Ah, geheiligt sei dieser Kristall. Und hops. Ach ja, wir haben ja eine Doppelspur. Ich hab voll vergessen, dass wir eine Doppelspur haben. Das gibt's doch nicht. Ah, ich bin so dämlich manchmal. Egal. Macht ja nichts. Haben wir auch ohnehin gekriegt bislang. Oh, ich sehe schon wieder was. Eieiei, da wird uns wieder der Triceratops jagen. Und da oben wäre bestimmt was gewesen. Ich bin so doof. Aber das kann ich jetzt nicht mehr ändern. Nein, das kann ich nicht. Ne, ich glaube, da war doch nichts. Jetzt hätte man da was gesehen, denke ich mal. Doppelsprung for the win. Und ja. Extra Leben for the win. Was ist das denn für ein Zeichen? Dass man hier einen Bauchklatscher benutzen soll, das weiß ich selber. Was ein Scheiß. Oh Gott. What? Wie soll man das denn schaffen? So. Okay. War gar nicht schwer. 25 von 25. Wir haben doch alles hier gekriegt. Boah, insgesamt gibt es hier 112 Kisten. Die werden wir never ever alle zerstören. Das glaube ich nicht, dass wir das hinkriegen. Stimmt, habe ich auch irgendwo schon welche übersehen oder so. Und jetzt gibt es so wieder eine hektische Passage mit dem Triceratops. Was ist das denn? Ah, die beschleunigen einen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Oh Gott, das ist nicht gut. Lava ist nicht gut. Nein, Lava ist nicht gut. Okay, egal. Kiste nicht zerstört. Macht der Dino ja eh für uns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verfolgung, Verfolgung, Verfolgung. Oh Gott, oh Gott. Der mit mir aber einen ganz schön nah auf der Pelle. Oh. Burning Hell! 23 extra Leben, naja. Naja, Crash ist ein Kämpfer. Kämpfernatur, er hält sich wacker. Schon so viele Leben verloren in diesem Part. Oh, komm schon. Okay, Concentration. Sorry, Freunde. Hätte ich eigentlich verbrennen müssen, aber okay. Spiel sagt nee, gefällt mir. Sonic the Hedgehog oder was? Wie schnell er auf einmal wird. Das ist unfassbar. Mann. Ja, egal.
Biester des Todes! Diese Kisten haben Crash den Tod beschert. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch an die Kisten, die bei neuen Live-Gewinnspiel mitgemacht haben. Sie sind stolze Gewinner von 5000 Euro. Jetzt kenne ich die Passage echt schon auswendig. Na! Was soll das? Ich glaube, Doppelsprung ist hier nicht gut. Da ist ja viel zu lange Luft. Man sollte wirklich rennen. Jetzt habe ich es trotzdem wieder gemacht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das macht der Dino ja eh kaputt. Oh, tschüss. 82 vor 112. Seriously? Egal. Und tschüss. Weg aus der Hölle. Das war mal wieder so crazy. Boah, der Schwierigkeitsgrad gefällt mir. Ha, endlich mal wieder Freakouts, Freunde. Es ist so geil, Mann. Macht mir dann auch noch mehr Spaß. Ganz im Ernst, neuere Jump'n'Runs, viel zu leicht. Es gibt keine Freakouts. Ich kann nur mal ein bisschen sagen, wie toll das Spiel ist, wie die Ideen toll sind, aber... Gefordert wird man heutzutage nicht mehr. Und bei allen Spielen ist es noch ganz anders. Da gibt's Freakouts, da gehe ich auf, da kann ich schön ausrasten. Und das ist Unterhaltung pur, wie ich finde. Ah, Kritik an manchen Let's Plays bei mir ist, dass ich einfach nur ganz schön das kommentiere, aber da fehlt irgendwie der Kick und den gibt's hier. Manchen gefällt's wahrscheinlich überhaupt nicht, wie ich hier ausraste, aber das bin eigentlich ich. Das ist der Ursprung meiner Let's Plays, kann man sagen. Und das ist meiner Meinung nach immer das Tollste. Ich find's am genialsten, wenn sowas passiert. Richtig tolle Fails und Freakouts. Ist natürlich meine Meinung, eure Meinung in den Kommentaren. Zu krass, die Freakouts. Ich werde es aber nicht abstellen. Wem's nicht passt, der kann sich andere Let's Plays anschauen. Bei Crash Bandicoot gibt's immer Freakouts. Genau wie bei Donkey Kong auch. Bei Donkey Kong ist auch die einzige Spieleserie, die immer noch einen kontinuierlich schweren Schwierigkeitsgrad aufweist. Aber okay, wir haben noch ein extra Level gemacht. Im nächsten Part geht's dann wirklich los mit einem Unterwasserlevel. Freunde, Daumen hoch jetzt aber wirklich. Falls euch gefallen hat, falls ich für das Video improvisieren soll. Sehen wir uns wieder nächstes Mal, wenn wir wieder in die endlosen Tiefen des Meeres hinabtauchen. Bis dann, ciao. Macht's gut.